Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Folge. Hier geht es heute wieder los. Und wenn euch das Ganze gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. So, wir legen hier heute wieder los. Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was wir heute machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade in den Twitter geguckt und habe da nicht so super, super freshe Sachen gefunden, die ich gerne machen wollen würde. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall irgendwas super cooles finden unterwegs. Was ich euch aber zeigen wollte, ist erstmal, dass die Dinos jetzt viel mehr Schaden machen, die Bionic-Dinos. Anscheinend muss der Server restartet werden, damit die Werte übernommen werden oder sowas. Von daher, ich habe mich hier gerade so draufgesetzt, einfach aus Troll und dachte, ich greife mal irgendwas an. What? Der macht ja richtig viel Schaden. Der macht richtig viel Schaden. Der macht drei Wille Schaden jetzt. Und der hat letztes Mal einfach gar keinen Schaden gemacht. Von daher, die sind jetzt vielleicht sogar alle relativ nice, könnte ich mir vorstellen. Ich habe die anderen noch nicht getestet. Das müssen wir gleich noch eben machen. Aber auf jeden Fall, unsere Bionic-Dinos können jetzt endlich was. Ist das nicht ein Träumchen? Also, ich freue mich da sehr drüber, weil die waren vorher halt absolut Gritze. Die Wyvern, ne? Wenn die mit dem Schuss jetzt auch Schaden macht, das wäre natürlich zu sick. So, wollen wir mal eben gucken. Ah ne, das war nicht der Schuss. Was war der Schuss? Rechtsklick? Ne, der macht immer noch so wenig, wenn es mich flachsen. Oh nein, okay, aber wie viel mache ich so? So mache ich 5 Wille! Oh, what? 5 Wille ist ziemlich, ziemlich nice. Oh mein Gott, vielleicht gehen wir mit der ab und zu mal unterwegs. Aber dass der Rechtsklick so wenig macht, ist halt schade. Aber es kommt halt, weil der nicht mit dem Schaden skaliert. Ich habe halt nur den Schaden hochgestellt von denen. Von daher, das ist ein bisschen bitter. Aber jetzt will ich ja unbedingt unseren Majunga auch nochmal austesten. Unseren alten Kacker. Junge ist sehr schnell, ey. Habe ich ganz vergessen, dass ich denen so viel Movespeed gegeben habe. So. Der macht 2,3 Mille. Macht den mit dem Schuss immer noch 3000. Oh mein Gott, das ist so bitter. Aber der ist so, so cool. Oh mein Gott, ist das nice. Dann wäre ich auf jeden Fall dazu bereit, dass wir noch mehr Bionics ranholen. Okay, Leute, Gorilla wurde schon mal gefunden. Den holen wir uns auf jeden Fall ran. Ich will jetzt erstmal. Oh mein Gott, der rastet, glaube ich, ein bisschen aus. Kann der miese Sachen? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mir so. Oh, der ist schon Akku. Bruder. Alter, der sieht richtig, richtig sick aus. Oh mein Gott, wie in guten alten Pro-Zeiten. So, den wollen wir uns auf jeden Fall ranholen. So, zack. Bogen. Alter, der hat sogar richtig sick Farben. Bitte mach keine bösen Sachen. Mach die bösen Sachen. Okay. Alter, der macht halt super wenig Schaden. Oh, das ist echt. Wow, what? Oh mein Gott, der wirft einfach so einen riesen Ball. Was zum Teufel? Was ich übrigens noch sagen wollte, ich bin mit der Folge irgendwie 2 Stunden später angefangen zu. Oh mein Gott, ich krieg selber Schaden. 2 Stunden später angefangen aufzunehmen, als ich eigentlich wollte. Und das lag daran, dass ich auf den Server gekommen bin und meine ganze Base war weg und alle Dinos waren weg. Und dann habe ich erstmal eine ganze Woche zurückgestellt. Und da war die Base immer noch nicht wieder da. Da musste ich noch weiter zurückstellen und den Server noch mal runterfahren. Und oh mein Gott, habe ich mich schon gequält. Für diese Folge einfach unnormal musste ich mich quälen vorher. Aber ich habe es hinbekommen, zum Glück. Ich war schon super traurig, weil ich dachte, das geht noch schief und wir können die Season nicht weitermachen. Aber alles im Griff. Oh mein Gott, ich muss noch einen reinwerfen. Zack. Da ist der Bionic Gorilla, der hat nicht mal eine Animation, um aufzustehen. Der stand einfach auf einmal. So, ich hoffe, dass der so Schaden macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich echt den Server dafür neu starten. Aber da können wir nächste Folge zumindest ein bisschen mit denen rumtouren. So, du gehst nach Hause. Dann will ich einmal ganz kurz abchecken, ob der nicht vielleicht. Oh mein Gott, der sieht so nice aus. What? Ich habe Hunger schon wieder. Ich muss ein bisschen mir Sorgen machen, dass mich irgendwas krasses. Oh mein Gott, 300? Willst du mich flachsen? Mir macht fast die Mega-Neura mehr Schaden. Was ist das denn? C-Angriff. Friss ein Riesen-Elementball. Oh, Rechtsklick. Der Rechtsklick macht ein bisschen Schaden. Oh mein Gott, ich habe hier Endbosse einfach. Leute. Der macht diesen anderen Schaden. Was ist das denn? 300 oder was ist Riesen-Gorilla? Willst du mich flachsen, Game? Hier. Friss Kugeln. Okay, der Schuss ist halt ganz nice, aber da macht man sich anscheinend auch selber ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht, ob ich die Dimorphodon überhaupt angreifen sollte. Ich glaube, das ist nicht meine beste Idee. Oder? Ich treffe ihn halt auch nicht. Okay, dann das war schon wieder komplett. Ja, Leute, Gorilla macht super, super viel Schaden. Oh nein. Es beginnt wieder, Leute. Und es fällt einfach aus seinem Bauch, nicht mal aus seinem Popo. Nein! Oh mein Gott. Nein. Oh, wir machen wieder den größten Scheiß auf der Welt. Oh nein. So eine Kacke. Also wortwörtlich Kacke.
So, Leute, da sind wir wieder bei dem nächsten Bionic Dino, der wahrscheinlich mega mächtig sein wird, nicht. Aber wir nehmen den trotzdem mit, nämlich nächste Folge werden wir mit dem hoffentlich randalieren. Okay, ich kann, oh, zum Glück, okay. Hatte überhaupt keine Sorge, Leute. Also, nee, also echt nicht. So, dann, der sieht sick aus. Ich würde gerne ein bisschen näher ran, lass mich mal bitte runter. So, zack, Treffer. Ja, easy. Kann da auch irgendwas super cooles. Ich dachte gerade, er schießt jetzt auf mich. Aber Junge, die sehen halt so nice aus, ne? Ohne Mist, die sind so heftig gut gemacht. Und wenn die einen Schaden machen, dann würde ich die echt gerne auch öfter benutzen. Hey Brudi, na, was geht so? Soll ich runterkommen zu dir? Hey da. Geht seine Topo nicht hoch? Warum geht seine Topo nicht hoch? Ah, du! Warum? Hey, hey, warum? Au! 7 Schaden. Willst du mich flachsen? Hey, warum geht seine Topo nicht hoch? Ich wurde beschissen. Diese Pfeile sollen doch immer direkt auslaufen, oder nicht? Jetzt gegen 1, Bruder. Ja, jetzt rennst du weg, ne? Ja, ja, würde ich auch lieber machen. Oh, Raptor! Ah, der will gar nicht hinter mir her. Okay, alles gut. Wo ist euer Spiel noch hin? Ah, da, da liegt er ja. Wie kann man so blind sein? Übrigens, es könnte möglich sein, dass heute... What? Da kommen so Blitze raus. Alter, wie krank ist der denn gemacht? Es könnte möglich sein, dass heute noch ein zweites Video kommt. Weil ich einen Bug gesehen habe in einem Video, den würde ich euch super gerne zeigen wollen. Und der sah einfach viel zu lustig aus, als dass ich euch den nicht zeige. Von daher, wenn ich es zeitlich schaffen sollte, dann mache ich das heute auch noch. Das wird zu sick. Gestern habe ich auch zwei Videos gemacht, Alter. Was ist mit mir los? Ich bin auf dem Grind. Kann ich hier so Kibbel reinfeuern nehmen schnell? Wie viel braucht der? Ich habe nicht nachgeguckt. Hier, nimm 3. Was wäre jetzt 3? Niemals. Nein. Ach komm, hör auf, mein Spino zu beißen. Spino, komm, mach was. Mach coole Sachen. Ey, 1600. Der macht sogar ein bisschen Schaden. Also nicht 300 zumindest. Hier, guckt ihr euch an. Rechtsklick ist aufstellen. Wie viel macht er damit? 2400. Und da kommt sogar so ein Schock raus. Okay, das ist schon mal cool. C-Angriff ist einfach ein Schrei, womit der andere zum Landen bringt. Okay. Okay, da kann ich nicht sagen. Der Schock sieht auch so fresh aus. Junge, die sind so nice gemacht. Ich kann gar nicht abwarten, die nächste Folge richtig mal zu benutzen. So, zack. Ich kann den Schrei nicht wieder mitmachen. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt davon abhalten. Und X ist ein Schuss. Ah, der Schuss ist super komisch. Ah, der macht ein bisschen Schaden. Junge, die sind halt so nice gemacht. Ne? Kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, ich werde den nochmal unter die Mod-Seite schreiben, dass die vielleicht mal die Schüsse noch anpassen sollten, wenn man ein bisschen mehr Schaden einstellt, weil so ist das halt ein bisschen... Der Schuss bringt halt nichts, wenn ich da Schaden reinlevel. Das ist so ein bisschen schade. Aber sonst sind die halt so unnormal sick. Oh, bitte kack mir nicht auf die Bude voll, Spino. Sei ein guter Spino. Guck dir das an! Der stoppt die sogar! Der bringt die nicht nur runter, sondern stoppt die komplett! Alter, ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe, der macht nächste Folge richtig, richtig viel Schaden. Und dann machen wir mit dem nochmal eine Rundtour. Alter, guckt euch das an. Das ist so nice. Okay, ja. Ich würde sagen, ab zum nächsten. Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Aber ich glaube, wir müssen ihn retten. Ah, nur wie? Oh mein Gott, der sieht so cool aus. Ich will ihn unbedingt haben. Bitte töte ihn nicht. Nein, nein. Ich weiß nicht, wie ich ihn retten soll. Please, please. Dämonik, hier, Dingsbums. Komm mit. Please. Nein, Hammerman, nein. Ich will euch nicht mehr. Was kommt denn hier noch alles? Was war das für ein Schrei? Ich habe keine Ahnung. Amber Bird, wie sieht dein Leben aus? Ich habe keine Ahnung. Er ist tot. Oh nein, der sah ja so cool aus. Ich dachte, das wäre einfach ein Phönix. Ich konnte dich hauen ohne... Also, wisst ihr? Ich hätte den nicht killen können, ohne den zu hauen. So. Doch, Reaver. Ja, kommt alle her. Ich hasse euch alle. Oh mein Gott, ey. Oh, der war Level 600. Ach, bis wieder so einer kommt. Das wird so belastend. Habe ich einfach Kimmel dabei, dann nehme ich den vielleicht auch noch mit. Oder vielleicht nehme ich sogar den Ferox auch noch mit, weil dann können wir unsere paaren. Ich würde gerne mal sehen, wie so ein Baby-Ferox aussieht. Das würde mich schon ein bisschen interessieren. Also, spontane Planänderung wahrscheinlich. Trotzdem, au, bin ich echt ein bisschen traurig. Weil den hätte ich so gerne gehabt, der sah so cool aus. Der sah richtig cool aus. So, da frisst das Ferox. Hey, ich hab getroffen. Und du auch, Mausaurus. Da. Und erstmal was. Oh, oh. What? Das ist passiert.
Hey, na, da bin ich wieder. Und der Ferox greift gerade nochmal mein Griffin an. Komm weg, der Griffin, please. Oh, was ist hier noch alles? Hier sind so böse Sachen. Warum haben die keine Topo bekommen? Willst du mich flachsen? Sind diese Pfeile jetzt einfach kacke? Haben die irgendwas an den Pfeilen gemacht? Nee, der Ferox hat sich entschieden, sich doch hinzulegen. Muss ich mal Osaurus Eier klauen? Kann ich die vielleicht gleich zähmen? Ich hab's gar nicht gesehen. Nee, K.O.-Themen. So, dann hau ich dem einfach. Oh, Mr. Rockgolem, Sir, nicht jetzt. Ich habe hier gerade eine wichtige Mission. Au! Okay. Nein, Mr. Griffin, Sir. Bitte setzen Sie sich einfach irgendwo hin. So, Och, Mann. Warum klappt denn heute alles? Nee, au! Der ist schon hier. Ah, ich muss los. Komm mal mit, Griffin. So, kannst du dich hinlegen, bitte? Ich habe dich mit dem Pfeil abgeschossen. Wäre super lieb. So, dann will ich mal den ganzen Rest hier eben wegräumen. Das sollte eigentlich nicht die Schwierigkeit sein. Ja, jetzt rennt er weg, ne? Ja, besser ist es für dich. Oh, Mr. Drache, Alter. Ich wusste gar nicht mehr, was der für einen Wendekreis hat. So. Zack. Was war das für ein Tapajara? Ich muss auch ein bisschen mich umgucken. Nämlich gibt es halt super viele Sachen, die jetzt diese Halloween-Farben haben. Und von daher so ein schwarzer Celestial oder so wäre schon super, super nobel. Aber bis jetzt habe ich noch nichts super Cooles gesehen. Aber ich würde auf jeden Fall was mitnehmen, wenn ich was sehen würde. So, zack. Du gehst nach Hause. Dann bleibt der Drache erstmal hier. Wir zählen den Amasaurus, wir zählen den Ferox. Und wir haben einen männlichen Ferox zu Hause, also wäre das perfekt. Wir können die paaren, nur ich muss den vorher entwickeln, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du einen entwickelten Ferox paaren kannst mit einem normalen. Das muss ich gleich mal abchecken. Ich habe nur 4 dabei, wie viel brauche ich? Oh. Easy, hat gereicht. Ja, wusste ich doch, habe ich vorher ausgerechnet. So, zack. Du gehst nach Hause. Das ist der erste mit einem halbwegs normalen Level, den ich auf dem Server gesehen habe. Von daher schlagen wir dazu. Und der Ferox ist, glaube ich, auch der höchste, der gerade auf dem Server ist. Ich habe gerade einmal im Transmitter nachgeguckt. Der könnte sogar eine andere Farbe haben, oder? Ich glaube schon. Lol. Und wir entwickeln den gleich und versauen uns das damit. Das ist ein bisschen bitter. Aber ich kann halt den anderen nicht wieder zurückentwickeln oder so. Ich könnte höchstens noch einen zweiten ranholen. Gib mir die Kimmel wieder. Oh, der sieht cool aus, oder? Der sieht so. Oh, ich glaube, ich hole einfach noch einen Ferox und dann will ich die entwickeln, sondern ein paar und die nicht entwickeln. Das wäre sogar noch cooler. Dann kriegen wir vielleicht ein Baby mit coolen Halloween-Farben. Das wäre doch super, super schnieke, oder? Okay, wir gucken mal noch einen Ferox. Okay, schön, dass die Ferox ist hier. Das ist der einzig andere, der noch auf dem Server ist und der hat gerade den Origin mit seiner komischen Kugel abgeschossen. Von daher will der Origin wahrscheinlich ihn jetzt. Oder? Will er? Oh mein Gott. Ich dachte schon. What? Oh, ich dachte schon. Okay, komm her. Wir kämpfen erst. Oh nein, nicht mich wieder. Nein. Nein, ich will nicht wieder sterben. Können wir das bitte lassen? Das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. Ich will einfach nur die Ferox zähmen und von mir aus kannst du auch weiter rumstehen. So, snipe ich dir wohl von dir? Niemals, oder? Oh, doch! Oh mein Gott, ich bin ja Snipe. Muss los. Ich glaube, der wirft wieder. Das ist auch ein Weibchen, was ein bisschen schade ist, weil sonst hätte ich den da direkt verfarben können und müsste den nicht erst wieder umwandeln oder so. Guck mal, wie schnell der schwimmt. Oh, wie süß der schwimmt. Oh wow, als ob der beim Schwimmen einfach werfen kann. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, dass der im Wasser untergeht, ist natürlich nicht so super nice. Aber ich springe ihm jetzt schon auf den Kopf. Wuhu! Oh nein, ich wollte gar nicht so weit springen. Okay, der bleibt doch einfach an der Stelle liegen. Kann man schon mal machen. So, zack. Kibbel, da. Zweiter Ferox ist da und wir verpaaren die jetzt noch schnell. Okay, Leute, dann bin ich wieder und ich habe jetzt schon mal den anderen Ferox zum Männchen gemacht und man sieht auf jeden Fall, dass es da Halloween-Farben sind. Guckt euch das an, Alter, der sieht so nice aus. So, ich wollte ganz gerne die ganzen Mutatoren einfach so spaßeshalber anschmeißen, aber ich weiß, glaube ich, mein Passwort nicht mehr. Ich habe so... Oh, wow, es war doch eins. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe die so lange nicht benutzt, also Ewigkeit nicht benutzt, dass ich gar nicht mehr wusste, welcher Pin das überhaupt war. Aber, ja, easy. Zack, muss ich noch... Oh, ich muss noch einen Dingspuls anmachen, oder? Wo ist der denn? Hier war der, oder? War das Low Breathing Pulse? Ja, zack. Ist das richtig? Muss ich die vorher anmachen? Ich habe keine Ahnung. Paarung aktivieren. Paar dir. Okay.
Okay, es funktioniert einfach nicht. Ich habe in der halben Ewigkeit gewartet und es geht einfach nicht. Und ich habe noch außen angeschaltet und noch einen neuen Breeding Pulse. Und irgendwie hat er auch gar nicht den Effekt von Breeding Pulse. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich werde einfach zum nächsten Mal einschalten, dass man Celestials breeden kann. Und dann ist das alles kein Problem mehr. Aber ich dachte, dann machen wir zumindest was anderes. Nämlich habe ich die Rexer angeschaltet in der Zeit. Und die haben ein paar Eier gelegt. Von daher checken wir mal ab, was wir hier für Rexer haben. Da haben wir zumindest so ein paar kleine Babys, die wir uns angucken können. Ist das eine Idee? Ich weiß noch nicht genau, wo werfe ich die alle hin hier. Ist das eine gute Idee? Ich habe keine Ahnung. So, und go. Hoffentlich kriegen wir coole Farben raus, weil mit den Mutatoren, das kann sogar sein. Okay, die sind schon mal super langweilig. Oh nein, ich weiß halt nicht, welche die neuen waren, die ich jetzt gerade gemacht habe. Von daher, wir machen einfach auf gut Glück und werfen alle hin. Zack, zack. Oh, wow. Hoffentlich fliegt ihr nicht weg. Ich wollte es gerade sagen. Okay, alles gut. Oh, die sind ja alle voll langweilig. Ach, Mann. Ich dachte, ich bin jetzt voll überrascht, aber nee. Okay, zwei haben wir noch. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Oder zwei oder eins? Eins habe ich noch im Inventar. So, zack. Komm schon. Jackpot. Ist das ein Black Rex? Nein, oder? Oh, nee. Okay, wir haben wieder mega viele Rex, aber nicht einen super cool dabei. Weil ich bin eigentlich immer noch auf der Suche, dass wir mal einen so einen Omega Black Rex bekommen, aber irgendwie habe ich damit kein Glück. Aber dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, wenn die ganzen Bionic-Dinos stärker sein sollten und wenn wir die Ferox paaren können und noch viele andere Sachen hoffentlich. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag und tschüssi. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass ich diesen Emote habe.